Ein Tier schrie anders, nicht so gellend, nicht so lang anhaltend. Das waren die Schreie eines Menschen in Todesnot. Im Laufschritt pflügte Rulfan durch das Schilf, bis über die Knöchel versanken seine Stiefel im sumpfigen Boden. Wulf setzte in weiten Sprüngen an ihm vorbei. Bald sah Rulfan nicht einmal mehr den weißen Schweif seines Lupers vor sich. Schlagartig lichtete sich das mannshohe Schilf, und Rulfan stand bis zu den Knien im Uferwasser. Am anderen Ufer der Themse ragten Ruinentürme auf. Und mitten im Fluss erhob sich das Skelett eines Brückenfragments. Gut 30 Schritte vom Ufer entfernt sah er Wulfs weißes Fell. Er schwamm auf ein Kanu in der Flussmitte zu. Einer der drei Menschen darin war es, der so panisch schrie. Rulfan setzte sein Binokular an die Augen. Der Schreihals war ein Junge, 5 oder 6 Jahre alt. Und er hatte Grund zu schreien. Der Fluss entlang des Bootsrandes schien zu brodeln. Wasser spritzte, Fontänen schossen in die Luft. Massige, dunkle Körper wurden für Augenblicke sichtbar. Reptilien, Fische. Rulfan konnte es nicht erkennen. Zu blitzartig tauchten sie aus den Fluten auf, zu schnell verschwanden sie wieder darin. 2 Männer versuchten, den Angriff abzuwehren. Der eine stand aufrecht am Bug und stach mit einem Speer ins Wasser, der andere kniete im Kanu und schwang ein kurzstieliges Beil. Rulfan brüllte dem Looper hinterher. »Zurück!« Er zoomte die Szene heran. Der Junge kauerte im Heck des Kanus. Die Schultern hochgezogen, Knie und Schenkel gegen die Brust gepresst, die Hände auf den Wangen, als wolle er seine verzweifelten Schreie festhalten. Die Männer waren in hellbraune Wildlederwesten gehüllt. Ihr zu Zöpfen geflochtenes Langhaar flatterte um bärtige Gesichter, während sie nach den rätselhaften Angreifern stachen oder hieben. Etwas schoss aus dem Wasser, schlang sich um die Hand des Beilkämpfers und riss ihn auf den Bootsrand herab. Vergeblich versuchte er, seinen Arm von der Schlinge zu befreien. Das klebrige, rote, riemenartige Ding zog sich nur noch fester zusammen. Dann schnellten 2 Hände aus dem Fluss, schmutzig grün und Schwimmhäute zwischen den langen Fingern, fuhren in die Haare des armen Kerls und zerrten ihn ins Wasser. Das Kanu drohte zu kentern. Die Schreie des Jungen schraubten sich in höchste Tonlagen. Dann eine Wasserfontäne. Ein schmutzig grüner Körper sprang mitten ins Kanu, groß wie Rulfans Lupe. Eine Riesenkröte. Rulfan ließ das Binokular los und riss sein EP-Gewehr von der Schulter. Der Lupe war noch etwas mehr als einen Speerwurf weit vom Boot entfernt. Gleißend weiß schoss der Zielstrahl über das Wasser und erfasste die Kröte. Dann der Blitz der Energiekaskade aus dem unteren Lauf. Eine 2. glühende Haut schien um das Tier zu wachsen. Es schwoll an, sein Körper warf Blasen und endlich zerplatzte es. Teile seines kochenden Gewebes zischten, eine Rauchwolke hinter sich herziehend durch die Luft und klatschten ins Wasser. Der Junge verstummte. Der Schock schien ihm den Atem zu rauben. Wie erfroren hockte er im Deck des Kanus. Sein Begleiter stieß den Speer rechts und links des Bootes ins brodelnde Wasser. Hinter ihm klammerten sich amphibische Pranken am Bootsrand fest. Ein platter, schwarz-grüner Krötenkopf schnellte aus dem Fluss. Etwas Rotes, Schmales schoss aus seinem Maul. Eine Zunge. Rulfan drückte den Knopf für die Laseroptik. Doch bevor der dünne Zielstrahl den Kopf der Kröte erfasste, tauchte die Bestie wieder unter und zog den 2. Mann in den Fluss. So schnell, dass er kaum zum Schreien kam. Wulf, bleib dem Boot fern! Doch der Looper schien ihn nicht zu hören. Zielstrebig schwamm er dem Kanu entgegen. Der Jagdtrieb beherrschte ihn.
und die Gewohnheit, kleine und geschwächte Menschen zu beschützen. Das hatte Wulf an ihm antrainiert. Jetzt würde es den Lupa womöglich das Leben kosten. Wieder begann der Junge zu schreien. Das Kanu schaukelte hin und her. Einen Wasserschleier mit sich reißend sprang eine besonders große Kröte ins Boot. Sie überragte den Jungen um mehr als eine Elle. Wulf reagierte blitzschnell. Zielstrahl, Abzugtaste, Energieblitz. Die Kröte quoll auf und zerplatzte. Doch sofort griffen zwei Paar Schwimmklauen aus den Fluten nach dem Bootsrand. Sie rüttelten an dem Kanu. Sind sie intelligent? Schoss es Wulfan durch den Kopf. Es sah tatsächlich so aus, als wollten sie gezielt das Kanu zum Kentern bringen. Er legte die Waffe an und schätzte gleichzeitig die Entfernung zwischen Wulf und dem Boot weniger als 20 Meter. Außer den beiden Kröten am Bootsrand waren keine weiteren Angreifer mehr zu sehen. Der Ziellaser bohrte sich ins Wasser. Eine der Kröten glühte auf und platzte. Die zweite ließ los und tauchte ab. Nimm das Paddel! Nimm das Paddel und versuch, hierher ins Schiff zu kommen. Der Junge reagierte nicht, obwohl Wulfan die englische Sprache benutzte. Er wusste, dass die Stämme in den Ruinen Londons Hochenglisch zumindest teilweise verstanden. Er verlegte sich auf Gesten und winkte den Jungen heran. Endlich beugte sich dessen kleiner Körper ins Kanu hinein und tauchte mit einem Paddel wieder auf. Es war fast doppelt so lang wie er selbst. Kaum konnte er es halten. Trotzdem gelang es ihm, das Kanu zu drehen. Bug voran nahm es Fahrt auf. Wulf schwamm noch 30 Schritte entfernt und näherte sich dem Jungen rasch. Plötzlich begann das Kanu zu schwanken. Wulfan musste das Binokular ansetzen, um die Krötenpfoten hinter dem Jungen am Rand des Hecks zu entdecken. Als wollte sie das Kanu zwischen sich und Wulfan bringen, griff die Bestie von hinten an. Wulfan ließ das LP-Gewehr sinken. Zu gefährlich. Der Junge befand sich direkt in der Schussbahn. Das Boot neigte sich gefährlich zur Seite. Der Junge ließ das Paddel los. Schreiend stürzte er in den Fluss, tauchte unter, tauchte auf, verschwand erneut unter Wasser. Und dann war der Lupa bei ihm. Er schwamm an seiner Seite und der Junge griff in sein langes Zottelfell. Die Wasseroberfläche wölbte sich, untertassengroße Augen wurden sichtbar, ein flacher Kopf, ein breites Maul, das sich öffnete und dem Lupa die rote Zunge entgegenschleuderte. Wulfan riss das MP-Gewehr hoch. Doch zu spät. Die Zunge schlang sich um Wulfs Nacken. Wieder erklangen die Schreie des Jungen. Es gelang ihm kaum noch, sich über Wasser zu halten. Wulfs Kopf fuhr herum und sein Raubtiergebiss schnappte nach der Zunge. Er biss sie glatt durch. Wulf setzte nach, erwischte das Biest im kurzen Nacken. Er und die Kröte versanken in den Fluten. Der Junge schlug mit den Armen um sich und drohte jeden Moment abzusaufen. Wulfan war zum Zuschauen verurteilt. Er konnte weiter nichts tun, als den Ziellaser um den zappelnden Jungen kreisen zu lassen, für den Fall, dass Wulf den Kampf verlor oder dass sich weitere Kröten näherten. Doch die Fänge des Lupas gaben die Kröte nicht mehr frei. Ihr großer Körper hüpfte im Wasser auf und ab. Wulfan konnte die langen, dunkelgrünen Beine und die flossenförmigen Füße sehen. Die Kröte zerrte an Wulfs Fell, stemmte sich mit den Flossen gegen seine Flanken. Ihr breites Maul öffnete und schloss sich, schnappend zunächst, dann immer träger und seltener, und ihre Bewegungen wurden schwächer und schwächer. Schließlich erschlaffte sie ganz. Der Lupa ließ den Kadaver los und schwamm zu dem Jungen. Er schlang beide Arme um Wulfs Hals. Nach ein paar vergeblichen Versuchen schaffte er es, sich halb auf dem Rücken des mutierten Wolfs zu schieben. Viel mehr als Ohren und Schnauzenspitze sah Wulfan nicht von seinem Gefährten, als der den Jungen in Richtung Schilf trug. Wulfan schulterte das LP-Gewehr und watete durch das seichte Uferwasser, bis es ihm zu den Hüften reichte. Fast doppelt so lange brauchte der Lupa für den Rückweg, aber Wulfan wusste, dass er es schaffen würde. Auch ihn selbst hatte der Lupa 3 Tage zuvor an ein rettendes Ufer gezogen, an die Südküste Britannas. Eine gewaltige Flotte der Nordmänner hatte seinen Steamer beschossen und vermutlich versenkt. Wulfan war überzeugt davon, dass seine Gefährten längst tot waren. 2 waren vor seinen Augen von detonierenden Kanonenkugeln zerfetzt worden.
Von der Steilküste aus hatte Rulfan gesehen, wie die Nordmänner den havarierten Steamer geentert hatten. Er kannte das Mordvolk aus dem Norden. Sie pflegten keine Gefangenen zu machen. Sie nannten sich selbst die Suslachter, Götterschlechter. Der Looper näherte sich seinem Herrn. Tapfer, mein Freund. Er griff nach dem Jungen und nahm Wulf die Last ab. In großen Sprüngen legte der Looper die letzten Schritte zurück. Sein langes Fell war schwer von Wasser. An Land schüttelte er es aus. Rulfan trug den entkräfteten Körper des Jungen bis zum Waldrand. Dort legte er ihn ins Gras. Wie heißt du? Nur ein undeutliches Krächzen drang aus dem kleinen Mund. Rulfan ließ ihm Zeit. Er setzte sich neben ihn und zog ihm die nasse Lederkutte aus. Der schmächtige Körper bibberte. Rulfan streifte seine braune Lederweste ab, zog sein graues Hemd aus und hüllte das Kerlchen in den trockenen Leinenstoff. Verschnauf erst einmal. Es dauerte seine Zeit, aber bald kam der Junge wieder zu Kräften. Zaghaft streckte sich sein Ärmchen aus, um Rulfans LP-Gewehr zu betasten. Ein Feuerrohr? Bist du von einem Maulwurf? Gibt es hier Maulwürfe mit Feuerrohren? Dann begriff Rulfan. Der Junge sprach von den Technos. Ich bin ein Freund von ihnen. Keine leicht verdauliche Auskunft für den Knaben. Er machte ängstliche Augen und rückte sogar ein Stück von dem großen, weißhäutigen Mann mit dem langen Grauhaar ab. Rulfan wusste, dass der Junge zu den Barbaren gehörte, die in den Ruinen Landans lebten. Allein die Tatsache, ihn und seine Begleiter hier an der Themse zu finden, sprach dafür, und dann noch die gelbliche Haut und das verwaschene Englisch des Kerlchens. Es war die Sprache der Sox oder der Lords, wie die Barbaren von Landan sich selbst nannten. Oder nein, Lords nannten sie sich, um ganz genau zu sein. Sie konnten kein R aussprechen. Rulfan hatte seine Kindheit in Britanna verbracht. 4 Tagesmärsche weiter südwestlich zwar, aber er war in jenen Jahren 2-mal in den Ruinen von Landan gewesen. Denk, 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 denk! Der Junge richtete sich auf und legte seine Händchen auf Rulfans Brust. Wie heißt du, mein Junge? Jeff! Wieder hingen seine Augen am LP-Gewehr. Quetschis! Quetschis sind volle platzt! Quetschis? Rulfan kannte den Begriff nicht. Nennt ihr die Riesenkröten so? Der Junge nickte. Die Männer, die von den Quetschis getötet wurden. War dein Vater dabei? Der Junge schüttelte den Kopf. War eine Litlaut und eine Simplaut. Mein Vater hätte Quetschis platt gemacht. Jeff richtete sich auf. Stolz drückte er seine schmächtige Brust heraus und hob den Kopf. Mein Vater ist ein Quanlaut. Parkifal. Erwartungsvoll blickte er in die roten Augen des weißhäutigen Mannes mit den langen weißgrauen Haaren. Was du nicht sagst. Rulfans weiße Brauen wanderten nach oben. Von seinem eigenen Vater wusste er ein wenig Bescheid über die Lords. Ihre Stämme, 3 oder 4, lebten in der großen Ruinenregion Landens, waren streng hierarchisch geordnet. Ein Grand Lord führte den Stamm, unter ihm ein paar sogenannte Big Lords und dann eben die Simp Lords und Lit Lords, die der Kleine erwähnt hatte. Frauen rangierten knapp über Freckkeuschern und Vakudas. Ein Sohn des Grand Lords also. Und darauf bist du mächtig stolz, was? Der Junge nickte heftig. Rulfan schmunzelte. Die Sox waren nicht nur rohe und gefährliche, sondern auch mächtig stolze Burschen. Schon ihre Knirpse infizierten sie mit ihrem Dünkel. Vermutlich hielten sie sich für die Krone der Schöpfung. Und wo lebt deine Sippe? London, Chelsea! Rulfan stand auf. Dann los, Jeff. Ich bringe dich zu deinem Vater. Er deutete auf Wulf. Du darfst auf meinem Looper reiten. Ein Strahlen ging über das erschöpfte jungen Gesicht. Er stand auf und klammerte sich im Zottelfell des Wolfes fest. Sie hatten annähernd gleiche Schulterhöhe. Und Jeff benötigte 2 Anläufe, bis er endlich auf dem Rücken des Loopers saß. Sie brachen auf. Rulfan ging voraus. Mein Vater, wie er dir große Schenke mache, weil mich gewettet hast. Da bin ich mir nicht so sicher. Rulfan folgte einem ausgetretenen Uferpfad. Einem Boten, der schlechte Nachrichten bringt, macht man keine Geschenke. Schlechte Nachrichte? Ja. Das Schilf lichtete sich. Der Blick auf die Brückenruine wurde frei. Ein schwarz-grüner Schleier von Schlingpflanzen hing von überwucherten Stahlträgern ins Wasser hinab. Ich komme von der Küste,
Dort sah ich viele Schiffe eines grausamen Volkes. Zwei große Rabenvögel kreisten in Ufernähe über der Themse. Kolks. Sie begleiteten Rulfan, seit er sich vor 3 Tagen auf die Steilküste gerettet hatte. Es wird Krieg geben. Wellen bäumten sich auf und warfen sich auf den weißen Strand. Das Meer glitzerte türkisfarben. Hoch im Zenit des blauen Himmels glühte die Sonne. Ihr Lichtschimmer funkelte in der Brandung. In der Ferne war ein Korallenriff zu erkennen, das sich weit in den Ozean hineinstreckte. Gischt schäumte, wenn die Wogen sich dagegen warfen. Links des Sandstrandes lag eine Düne und hinter ihr der Hang eines bewaldeten Bergrückens. Erst sanft, dann immer steiler stieg er an und gipfelte schließlich weit entfernt in einen Vulkankegel. Rechts säumten lange Palmen mit gebogenen Stämmen den Strand. Die Büsche zwischen ihnen hingen voll mit trichterförmigen roten und weißen Blüten. Wenn man den Blick vom Strand weg ins Innere der Insel richtete, sah man auf die weit ausladende Krone eines Baumes. Blaue und grüne Papageien flatterten im Geäst herum. Kein Papageiengeschrei, nicht das Rauschen des Windes in den Palmen, keine Brandung, nur die Stimme eines Mannes noch, eine tiefe, volltönende Stimme. Gesicht und Oberkörper waren inmitten der Palmenkronen zu sehen, umgeben von einem hellgrünen Rechteck und übergroß, ein hartes, ernstes Gesicht. Der Mann, dem es gehörte, trug ein bordeauxrotes, weites Jackett, darunter ein schwarzes Hemd. Inmitten des Strandpanoramas stand ein runder, gläserner Tisch, hellblau und mit 6 breiten, S-förmigen Beinen. 3 Männer und 3 Frauen saßen um ihn herum auf Stühlen aus ebenfalls blauem Glas. Das Kunstleder der runden Sitzflächen und Lehnen glänzte in einer Farbe, die dem Türkis des Meeres entsprach. 3 Stühle waren unbesetzt. Einer davon hatte eine höhere Rückenlehne und war größer als die anderen. Die 6 Männer und Frauen trugen weite Jacken und Hosen, cremefarben zumeist. Nur eine der Frauen hatte sich in einen schneeweißen langen Mantel mit rüschenbesetzten Kragenaufschlägen gehüllt. Alle blickten sie auf den Monitor in der Glaswand des Kuppelsaals. »Ich habe die Bilder gesehen.« Sein kantiges Gesicht war schneeweiß. Tiefe Furchen querten Gabriels Stirn und durchzogen es von den Nasenflügeln bis zu den herabgezogenen Mundwinkeln. Dicke, tiefblaue Adern überzogen seinen perückenlosen Schädel. »Ja, es ist mein Sohn, den unsere Späher entdeckt haben. Aber ich kann nicht verstehen, dass er zu Fuß am Themsufer entlang marschiert.« Die stechenden roten Augen lagen tief in ihren Höhlen. Augen, die viel gesehen hatten. »Er hatte mir angekündigt, mit einem Schiff kommen zu wollen.« Hin und wieder zitterte das Bild ein wenig. Manchmal entfärbte es sich. Und die tiefe Männerstimme verwandelte sich kurzzeitig in verzerrte Vibrationen, als würde man eine Stahlseite anschlagen. Die Funkverbindung zwischen der Community London und der Community Salisbury litt unter der CF-Strahlung, eine weltweite Strahlung, wie die Ingenieure der Communities annahmen. Ihre Hauptquelle lag in den Weiten Asiens, doch vielmehr noch, litt die externe Kommunikation der Community London unter der Störstrahlung aus dem Einschlagkrater in der ehemaligen City, wo ein Trümmerstück Christopher Floyds niedergegangen war. »Er wollte mit einem Schiff kommen?« Eine der Frauen am runden Tisch machte ein erstauntes Gesicht. »Woher wissen Sie das, Sir Gabriel?« Mit ihren 48 Jahren war Valerie Heath die jüngste im Kuppelsaal. Die Mehrzahl der Oktaviatsmitglieder hatte die 120 längst überschritten. Sie trug eine Perücke aus langem, blonden Haar. Ihre Haut war bleich, aber nicht weiß. Ihre Augen von einem samtenen Braun. Valerie Heath war Oktavian für Außenbeziehungen. Deswegen leitete sie das Gespräch mit dem Botschafter von Salisbury. »Ich stehe durch einen Späher in Kontakt mit ihm. Nachdem er mir auf diesem Wege von jenem rätselhaften Jetpiloten berichtet hatte, bat ich ihn, nach Britannia zu kommen, um diesen Madrax mit einer unserer Communities in Kontakt zu bringen.« »Das hatten wir miteinander beschlossen.
Nicht zuletzt, weil wir uns Sorgen um den Mann machten, der Socks wegen. Eine berechtigte Sorge, wie sich gezeigt hat. Aber dass Ihr Sohn mit einem Schiff kommen wollte, ist mir neu. Ein Segelschiff. Ibrahim Farkas Vorfahren stammten aus Ostafrika. Er vertrat als Octavian die Interessen der Ingenieurskaste in der Community. Ulfan besitzt einen kleinen Raddampfer. Ein sehr altes Fahrzeug allerdings. Ich hoffe sehr, es hat keinen Schiffbruch erlitten. Selbst wenn, Sir Gabriel. Sie haben die Aufnahmen gesehen. Ihr Sohn ist wohlauf. Ja, dem Himmel sei Dank nur. Gabriel zögerte und senkte den Blick. Heath runzelte die Stirn. Sie kannte Gabriel gut. Schon als sie noch ein kleines Mädchen und er noch Octavian gewesen war, hatte sie mit ihm zu tun gehabt. Manchmal glaubte sie, seine Gedanken lesen zu können. Schlagartig wurde ihr klar, dass er den wahren Grund seiner heutigen Kontaktaufnahmen noch gar nicht genannt hatte. Gabriel hob den Kopf. Seine Stimme klang leiser, als er fortfuhr. Er wollte uns etwas mitbringen, Ladies and Gentlemen. Etwas sehr Wichtiges. Werden Sie deutlicher, Botschafter. Die Frau in dem weißen Mantelkleid. Josephine Warrington, die Prime der Community London, die Vorsitzende des Oktaviats. Blau-schwarzes, steifes Haar rahmte ihr breites Gesicht, eine Perücke natürlich. Ihre Haut wirkte grau. Ein unwilliger Zug lag um ihre dunklen Augen. Was hatte Ihr Sohn so Wichtiges an Bord? Darüber Auskunft zu geben, überschreitet die Grenzen meines Mandats, Lady Prime. Ich erlaube mir, unseren Prime um das Wort zu bitten. Das Bild verblasste und baute sich gleich darauf wieder auf. Ein anderer Mann erschien vor der Kulisse sattgrüner Weiden, auf denen Vieh graste. Die Landschaft war unschwer als eine irische Flussebene zu erkennen. Der Mann, der diese Kulisse bevorzugte, hieß James Dubliner und war der Prime der Community Salisbury. Ich begrüße Sie, Ladies and Gentlemen. Von kleiner, drahtiger Gestalt und mit hellwachen, grauen Augen wirkte Dubliner straff und kraftvoll, obwohl sein gelbliches, lederhäutiges Gesicht alt aussah. Fast so alt, wie er tatsächlich war, 173 Jahre. Er war in einen schwarzen Umhang gehüllt. Ich mache es kurz. Sir Gabriels Sohn hatte einen CF-Kristall an Bord. Was? Der Wissenschafts-Octavian schlug auf den Tisch. Bis auf die Prime sprang das gesamte anwesende Octaviat Londons von den Stühlen. Wir hatten sie zu gegebener Zeit informiert. Anders als in London, wo der König ein Vetorecht hatte und die Octaviatssitzungen leiten konnte, verkörperte der Prime im wesentlich hierarchischer organisierten Salisbury die oberste Regierungsinstanz. Dubliner war der Chef der kleinen Community. Seine Pläne und Anordnungen konnten nur durch eindeutige Mehrheiten in geheimen Octaviatsabstimmungen blockiert werden. Dubliner, ein mit allen Wassern gewaschener Fuchs, wusste solche Abstimmungen in der Regel zu verhindern. Wir wollten das Objekt erst einmal in unserem Speziallabor untersuchen, um ganz sicher zu gehen, dass es sich wirklich um einen CF-Kristall handelt. Unsere Verträge sehen vor, dass schon bei Verdacht auf einen CF-Kristall Informationspflicht besteht. Über die Feinheiten der Vertragsinterpretation verständigen Sie sich bitte mit meinem Octavian für externe Angelegenheiten und mit dem Botschafter Gabriel, Lady Heels. Mir scheint, dass wir im Moment dringende Probleme haben. Wenn unser V-Mann wirklich einen CF-Kristall an Bord hatte, sollten wir wissen, wo er geblieben ist. Ich beantrage hiermit in aller Form Nachbarschaftshilfe. Nehmen Sie Kontakt mit dem Sohn unseres Botschafters auf und sorgen Sie dafür, dass er möglichst schnell nach Salisbury gebracht wird. Wir werden darüber beraten, Sir Dubliner. Ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen, Lady Prime. Dubliner deutete eine Verbeugung an. Der Bildschirm verblasste. Das Rechteck in der Glaskuppelwand füllte sich mit blauem Himmel. Nacheinander setzten sich die Octaviane wieder. Ungeheuerlich. Noch einmal schlug Anthony Hawkins, der Octavian für Wissenschaft und Forschung, mit der flachen Hand auf den Glastisch. Hat er einen Kristall gefunden und informiert uns nicht. Er hätte uns noch informiert. Ich glaube ihm. Dubliner ist zuverlässig. Das hat er in den 55 Jahren, in denen er Prime ist, bewiesen. Die Frau trug eine rote Perücke und war auffällig dünn und groß. Rose Macmillan. Die Verantwortung für Frauen, Kinder und Fortpflanzung lag in ihren Händen. Er pflegt, sich an Vereinbarungen zu halten. Ich schließe mich Ihrer Meinung an, Rose.
Dubliner hätte uns vertragsgemäß an den Untersuchungen des Kristalls teilhaben lassen müssen. Josephine Warrington lehnte sich zurück und faltete ihre grauen Hände vor sich auf dem Tisch. Was machen wir mit seinem Antrag? Vorschlag. Wir schicken dem V-Mann einen Ewart entgegen, bringen ihn in einen der septischen Außenräume der Westminster Hall und vernehmen ihn dort. Danach entscheiden wir, ob wir ihn nach Salisbury bringen oder allein seine Wege ziehen lassen. Hat jemand ein Argument gegen diesen Vorschlag? Warrington blickte sich in der Runde um. Dann warten wir, bis der General zurück ist. Ich will, dass er diesen Einsatz persönlich leitet. Der Großbildmonitor in den Palmen flammte auf. Ein braun gebrannter, nur mit einem weißen Lendentuch bekleideter Mann wurde sichtbar. Kräftige Muskelstränge überzogen seinen Körper. Schwarze, drahtige Locken wucherten auf seinem Quadratschädel. Der persönliche E-Butler der Prime. Was gibt es, Herkules? Entschuldige die Störung, Josie, aber das Hauptportal meldet eben die Rückkehr des königlichen Ewarts. Dann sei so freundlich und verbinde uns mit dem Forten-Butler und mach die Musik aus. Der halbnackte Adonis trat zurück und verschwand hinter dem rechten Bildschirmrand. Der Außenbereich vor dem Hauptportal wurde eingeblendet. Und nun, Ladies und Gentlemen, wird es spannend. Sehen Sie sich den Mann gut an. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, die Gabriel aus Köln hörte, dann könnte dieser Madrix unser Mann sein. Ich werde ihn mit Argusaugen betrachten. Verlassen Sie sich drauf, Lady Prime. Ich halte diese Geschichten nach wie vor für ein Märchen. Ein Jet des 21. Jahrhunderts. Eine Faustfeuerwaffe. Ich kann's nicht glauben. Lassen wir uns überraschen. Josephine Warrington wandte sich dem Monitor im Südsee-Panorama zu. Alle taten das. Gespannte Stille hing über dem runden Tisch unter der Glaskuppel. Die Musik verstummte. Ein weitgehend freies, mit niedrigen Sträuchern bewachsenes Feld wurde auf dem Monitor sichtbar. Links dahinter die Trümmer ehemaliger Ministerien. Rechts ein leidlich von Gestrüpp freigehaltener Säulengang, darüber das schwarze Gemäuer einer eingebrochenen Fassade und dann die jämmerlichen Reste Big Bens, über und über mit Efeu bedeckt. Ein Ewart rollte den Betrachtern entgegen. Er passierte die Ruine Big Bens und den Säulengang. Das viergliedrige Fahrzeug bestand größtenteils aus einer molekular verdichteten Teflon-Carbonat-Legierung. Ein mattes, dunkles Grün überzog die Raupe. Nur die Ketten und die Frontkuppel waren tief schwarz. Man konnte keine Personen in der Kommandozentrale erkennen, nur von innen war die Kuppel durchsichtig. Die Maße des königlichen Ewarts wichen von denen der restlichen Flotte ab. Das Steuersegment des Tanks war 2 Meter länger, was dem Earthwater-Air-Tank eine Gesamtlänge von 22 Metern verlieh. Auch war König Rogers Tank nicht 3, sondern 3,5 Meter breit und mit seinen 3 Metern Höhe um 1,5 Meter höher als die Standardmodelle. Langsam glitt der Ewart aus dem Bild. Bitte identifizieren Sie sich. Das Bild wechselte. Das Innere der Kommandozentrale des Ewarts wurde sichtbar. Und das Menschengedränge darin. Valerie Heath und Rose McMillan standen auf und näherten sich dem Bildschirm, die anderen reckten die Hälse. Nicht den 5 helmlosen Besatzungsmitgliedern in der Kommandozentrale galt ihre ganze Aufmerksamkeit, sondern den 3 Menschen in silbergrauen Schutzanzügen und durchsichtigen Helmen. Vor allem dem großen, breitschultrigen Mann unter ihnen. Neugierig betrachtete die Oktaviane sein kantiges Gesicht. Ein junges Gesicht, aber gezeichnet von Entbehrung und Kampf. Madrax, der Mann, den das Oktaviat so gespannt erwartete. Der Mann, der nach Einschätzung der Community Salisbury für den großen Auftrag geeignet sein könnte. Unter den anderen beiden Helmen sah man Frauenköpfe, einen dunkelhaarigen und einen blonden. Sie sind zu dritt! 2 Personen waren uns angekündigt. Wer ist die dritte? Niemand reagierte. Die Prime winkte mit herrischer Geste ab. Captain Cinderella Luma. Der E-Butler identifizierte Personen, die das Portal passierten, anhand einer Stimmanalyse. Roger der Dritte, Prinz von Kent und König der Britannischen Inseln. Ein schmales, tiefbraunes Gesicht blickte von der Leinwand.
Die kleine Nase hätte man noch als aristokratisch bezeichnen können. Das leicht vorgeschobene Kinn jedoch und der kleine Schmollmund zerstörten diesen Eindruck. Sie verliehen dem Gesicht des Königs einen eher kindlichen Zug und einen sehr eigensinnigen. Warrington hatte ihre Mühe mit dem trotzigen Wesen des sehr viel jüngeren Monarchen. King Roger III. War gerade mal 59 Jahre alt. Die anderen Besatzungsmitglieder identifizierten sich. Jefferson Winter, Berater des Königs, Dichter und Oktavian für Kultur und Unterhaltung, ein Albino. General Charles Draken Yoshiro, der leitende Kommandant der Community Force und Militär-Oktavian, japanischer Abstammung und ebenfalls ein Albino. Wie immer trug der stämmige Mann eine blaue Zopfperücke. Und schließlich Commander Kurt Merrill Bone, ein auffallend kleiner und schmächtiger Mann, der irgendwie unauffällig hinter der Navigationseinheit saß. Nach ihm meldeten sich die Waffentechniker und Infanteristen aus den hinteren Segmenten des Ewarts mit Rang und Namen. Die reguläre Besatzung also. Die Besatzung, mit welcher der Tank Stunden zuvor die Community verlassen hatte, trug den bei solchen Einsätzen üblichen eng anliegenden Anzug aus dünnem, weichen Kunstfaserstoff. Den drei Fremden hatte die Besatzung nach Betreten des Ewarts Schutzanzüge verpasst. Ein reiner Selbstschutz. Schon die natürlichen und für die Fremden harmlosen Erreger auf ihrer Haut konnten für ein Community-Mitglied zu lebensgefährlichen Infektionen führen. Die fatale Immunschwäche bei allen bisher bekannten Communities hatte sich als ein schwer überwindliches Handicap erwiesen. Seit Generationen verdammte es die Communities zu einem von der Welt abgeschotteten Leben unter der Erdoberfläche. Der blonde Mann im Schutzanzug trat in den Vordergrund. Mein Name ist Commander Matthew Drax. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Oder auch Madrax. So nennen mich die wandernden Völker. Getuschel unter den Oktaviatsmitgliedern. Aufmerksam betrachtete die Prime den Fremden. Entschlossenheit sprach aus seinen Zügen. Gradlinigkeit aus seinen Augen. Der Mann gefiel ihr. Den Namen verdanke ich meiner Partnerin. Commander Matthew Drax wandte sich um und wies auf eine der Barbarinnen hinter sich. Eine Frau mit einem schönen, ebenmäßigen Gesicht und tiefbraunen Augen. Ihre drahtige Lockenmähne füllte fast den gesamten Helm aus. Arula. Die zweite Frau sprach kein Wort. Eine Socks! Das muss man sich einmal vorstellen. Für zwei Individuen liegt keine Zutrittsgenehmigung vor. Jetzt erhob sich die Prime von ihrem Stuhl. Verzeiht, Eure Majestät. Sie näherte sich den Palmen mit dem Bildschirm. Da ihr mit an Bord seid, nehme ich an, dass ihr die Aufnahme der Wilden zu verantworten habt, Sire. Ich muss um eine Erklärung bitten. Hätte ich sie dem Tod überlassen sollen, Lady Prime? Wir mussten uns mit den Riesenspinnen auseinandersetzen. Beinahe hätten sie mich übrigens getötet und den General ebenfalls. Die Socks formierten sich gerade zu einem neuen Angriff, die... Er musterte die verängstigte Frau hinter sich, als würde er eine Bezeichnung für sie suchen. Das Mädchen sollte hingerichtet werden und wäre jetzt nicht mehr am Leben, wenn wir sie nicht aufgenommen hätten. Das ist Lou. Die Lords wollten sie töten. Wir haben sie unter unsere Fittiche genommen. Eure humanistischen Erwägungen ehren, Sire. Aber die sind in diesem Falle absoluter Luxus. Wisst ihr denn, welche Keime die Wilde in den Ewart eingeschleppt hat? Euer Verantwortungsgefühl für eure Community scheint mir noch ausbaufähig, Sire. Wir hatten keine Wahl! Der General machte einen zerknirschten Eindruck. Auch er wäre um ein Haar im Verdauungssystem einer mutierten Riesenspinne gelandet. Wir mussten sie aufnehmen. Und Madrax und seine Gefährten haben sicher nicht weniger Keime mit in das Fahrzeug gebracht. Wir haben sie besonders ausgiebig in den UV-Schleusen bestrahlt und sofort mit Schutzanzügen versehen. Die dunklen Augen der Prime blitzten zornig. Dass der Militär-Oktavian sich dem Standpunkt des Königs anschloss, verdross sie. Normalerweise widersprach Yoshiro dem Monarchen, wo immer er konnte. Er war Warringtons zuverlässigster Partner im Oktaviat. Durchfahrt verweigern. Die Vollmacht über das Panzerglastor der Außenpforte lag immer beim ranghöchsten Regierungsmitglied innerhalb des Bunkers. Und da der König sich außerhalb des Bunkers befand, lag sie im Augenblick bei der Prime. Das ist ungeheuerlich. Dann werde ich meinen Individual Code einsetzen. Natürlich verfügte Roger der Dritte über einen persönlichen Code, der ihm den Zugang in die Community ermöglicht hätte. Alle Regierungsmitglieder hatten einen derartigen Individual Code und die leitenden Offiziere spezieller Kommandos ebenfalls. Der Code wurde nach einmaligem Gebrauch ungültig und sein Benutzer musste einen neuen beantragen.
Das Gesetz der Community gebot, diesen Code nur im Notfall zu benutzen. Solange innerhalb des Bunkers mindestens 2 Octavianer eine beschlussfähige Regierung vertraten, war es bei Strafe verboten, die Außenpforte eigenmächtig zu öffnen. Dieses Gesetz und die Individual Codes gab es erst seit etwa 180 Jahren. Damals war ein externes Kommando der Community Birmingham vor verschlossener Außenpforte zugrunde gegangen, weil innerhalb des Bunkers über 90% der Bevölkerung einer Infektion zum Opfer gefallen waren, darunter sämtliche Regierungsmitglieder. Die Community Birmingham existierte nicht mehr. Das werdet ihr nicht wagen, Sire. Unterbricht die Verbindung, Herkules. Wütend begann Josephine Warrington, um den runden Tisch herum zu tigern. Ihre Meinung, Ladies and Gentlemen? Es kam zu einer erregten Diskussion. Schließlich einigte man sich. Die Verbindung zum großen Portal wurde wiederhergestellt. Sie alle haben sich einer prophylaktischen Therapie zu unterziehen. Commander Drax bleibt einen Tag zur Entkeimungsquarantäne im Sev. Morgen früh darf er die Community im Schutzanzug betreten. Die beiden Wilden dürfen die Community nicht betreten. Sie dürfen aber einen Raum im Sev benutzen. Das SEF war eine Art Vorhalle über dem eigentlichen Bunkerzugang. Es lag in der ehemaligen Westminster Hall. In der Kommandozentrale des Ewerts brach eine erregte Diskussion los. Vor allem die dunkelhaarige Barbarin gestikulierte wild. Commander Drax hatte sich zu ihr umgedreht. Ihre Gesichtszüge unter dem Helm signalisierten Widerwillen und Zorn. Sie stieß lautstarke Sätze in einer Sprache aus, die keiner der anwesenden Octavianer verstand. Der Mann, der sich Mad Drax nannte, schien ihr nicht viel entgegnen zu können. Sie ließ ihn kaum zu Wort kommen. Beruhigend legte er den Arm um sie. Nichts für ungut, Ma'am. Commander Drax wandte sich wieder um und blickte vom Bildschirm auf Josephine Warrington herab. Aber ohne meine Partnerin werde ich ihren Bunker nicht betreten. König Roger schaltete sich ein. Im Tonfall einer beleidigten Diva pochte er auf seine Befehlsgewalt und verlangte der Barbarin Arula Einlass zu gewähren. Die zeternde Einlassung des Königs ließ Warrington kalt. Aber diesen Madrax wollte sie nicht vor den Kopf stoßen. Wenn ihre Intuition recht behalten sollte, würden sie den Mann noch brauchen. Sie gab nach. Die Verbindung zum Portal wurde unterbrochen. Josephine Warrington wandte sich an ihre anwesenden Octaviane. Ihr erster Eindruck, Ladies and Gentlemen. Ist er der Mann, den wir suchen? Ich kann's nicht glauben. Ibrahim Farkas schüttelte den Kopf. Wenn es auf dieser verkommenen Erde einen Barbarenstamm geben sollte, dem es gelungen ist, einen Jet zu bauen, wüssten wir das. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Sir. Unsere Expeditionen haben noch nicht einmal die Alpen überwunden, geschweige denn die Karpaten. Commander Carlyles Ostexpedition hat sich zuletzt vom Rhein aus gemeldet. Das ist fast 4 Monate her und Commander Nesh Skandinavien-Kommando ist seit 2 Jahren überfällig. Wir wissen gar nichts. Sein genetisches Profil könnte interessant für uns sein. Und natürlich das der Barbaren. Ob er allerdings der Mann für den großen Auftrag ist. Sachs! Die anwesenden Männer hüstelten verlegen in ihre Fäuste. Die Prime grinste. Die Angst vor einer Infektion wird sie hoffentlich vom Äußersten abhalten. Nehmen wir den Mann doch einfach mal unter die Lupe. Zum ersten Mal im Verlauf der Sitzung bequemte sich der Octavian für Infrastruktur und Logistik zu einem Statement. Der zwergenhafte Louis Blair hatte den Ruf eines notorischen Schweigers. Außerdem fehlen uns die Meinungen der Octavians Winter und Yoshiro. Und natürlich die des Königs. Korrekt. Warrington nickte grimmig. Schauen wir uns diesen Mann an. Und beten Sie, dass er sich als der Richtige erweist. Dann können wir diesen Tag in unsere Geschichtschronik eintragen. Das Ding war aus grauem Metall. Ein rundes Glas bedeckte seine Vorderseite. Unter dem Glas waren Zahlen und 2 Pfeile angebracht. Ebenfalls aus grauem Metall. Ein kurzer und ein langer. Hornes hatte so ein Ding noch nie gesehen. Nicht einmal im Hauptquartier in Rulfans Gemächern. Du hast Zeit, bis der große Zeiger auf die 12 vorgerückt ist. Das dicke Männchen neben dem Tisch, auf dem das Ding stand,
deutete auf den längeren Pfeil des Dings und auf die obere Zahl. Hones begriff, dass seine Peiniger die Zeit mit dem Ding maßen. Der große Pfeil stand kurz vor der oberen Zahl. Der kleine Fettwanz trug einen Anzug aus grauem, schuppigem Leder. Die gegerbte Haut irgendwelchen Meeresviehzeugs nahm Hones an. Er hatte strohgelbes Haar, das ihm dicht und fett über die Ohren und bis in den Nacken wucherte. Kleine Äuglein funkelten in seinem rötlichen, fetten Gesicht, und er hatte sich mit Olaf vorgestellt. Er sprach Hones Sprache mit hartem Akzent und dolmetschte die wenigen Worte, die der Koleni zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorstieß, für die anderen Männer im Raum. Ein Frachtraum, vermutete Hones. Er hockte auf dem Boden, angekettet an die Schiffswand. Dumpfes Stampfen drang aus dem Innern des Schiffsrumpfes. Blutige Striemen bedeckten seinen nackten Oberkörper, blaue Flecken sein zerknautschtes Ledergesicht. Seine von Natur aus schon wulstigen Lippen glichen kleinen, aufgeplatzten Lischettenlarven. Er schielte zu den Männern mit den Peitschen, die sich auf die gegenüberliegende Seite des Frachtraums zurückgezogen hatten. Vier Kerle, jünger und größer als er. Zwei trugen Ledermasken, die nur Löcher für Mund und Augen frei ließen. Die Gesichter der anderen wirkten merkwürdig eingedrückt. Sie trugen sackartige braune Hemden, darüber erdfarbene Wildlederwesten und Wildlederhosen, die an den Außenseiten geschnürt waren. Stundenlang hatten die Kerle auf ihn eingeprügelt. Er beäugte den grimmig dreinblickenden Mann neben der offenen Kiste mit dem Kristall. Eine Art Führer, schloss Hones aus seinem herrischen Benehmen und aus den schwarzen und roten Streifen, die seine gepanzerte Lederweste zierten. Auch der glatte Lederhelm, den er sich mit einer Schnalle unter dem fliehenden Kinn befestigt hatte, war mit solchen Streifen versehen. Er hatte nur vier Finger an jeder Hand, und statt einer Nase hing ihm ein gelblicher Hautlappen zwischen Augen und Oberlippe. Bei den anderen Soldaten hatte Hones ähnliche Missbildungen bemerkt. Knorpelstummel statt Ohrmuscheln, gespaltene Lippen und Kiefer, missgebildete Nasen. Der Führer schoss zornige Blicke auf Hones ab. Der aber fürchtete den immer wieder in wütendes Geschrei ausbrechenden Mann nicht. Wenn er jemanden fürchtete, dann den schweigenden Alten, der mit vor der Brust verschränkten Armen auf der anderen Seite des Kristalls stand. Er trug ockergelbe Schnürhosen und ein Schnürhemd gleicher Farbe, dazu schwarze Stiefel und einen Umhang aus schwarzglänzendem Leder, der auf den Brustteilen mit roten Ornamenten verziert war und auf dessen Rücken eine rote Götterfratze drohte. Jedenfalls ging Hones davon aus, dass es eine Götterfratze war, denn er hielt diesen schweigsamen Mann für eine Art Priester. Sein Gesicht schien wie aus schmutzigem Kalkstein gemeißelt. Weder Wut noch Genugtuung spiegelte sich in seiner Miene. Wie eine Statue stand er da. Nur seine gespaltene Oberlippe zuckte mitunter und manchmal fuhr er sich mit der sechsfingerigen rechten über die schwarze Lederkappe, die sein linkes Auge abdeckte. Das rechte Auge fixierte Hones unablässig, als könnte es durch seinen Schädelknochen hindurch in sein Hirn blicken. Auf der rechten Schulter des Priesters hockte ein kleiner, offensichtlich gezähmter Gerul. Das schwarze Vieh mit dem gemaserten Brustfell klammerte sich mit seinen Greifhänden am Kragen des Umhangs fest. Ständig entblößte es seine messerscharfen Nagelzähne, als wollte es Hones auslachen. »Von mir erfahrt ihr nichts.« Hones war erschöpft und seine Haut brannte, sein Schädel schmerzte. Sonst fühlte er nichts. Er versuchte zu grinsen. Sag ihnen, dass sie Tarazzenärsche sind. Und von mir aus können sie mir die Kehle durchbeißen. Da, wo ich herkomme, ist man einiges gewöhnt. Sie wollten von ihm wissen, woher der Kristall stammte. Und sie wollten wissen, wer der Mann war, der sich mit seinem Lupa an die Küste hatte retten können. Da war für Hones klar gewesen, dass Rulfan noch lebte. Allein diese Gewissheit hatte seine Widerstandskraft gestärkt. Mit eigenen Augen hatte er gesehen, wie sie den Steamer seines langjährigen Kampfgefährten und Anführers versenkten und wie sie einem überlebenden Gefährten kochendes Öl in den Hals gegossen und ihm danach Augen und Zunge herausgeschnitten hatten. Nur er und Rulfan lebten jetzt noch. Hones wünschte sich den Tod. Hauptsache, Rulfan hatte den Zusammenstoß mit der fremden Kriegsflotte überlebt. Olaf ging vor ihm in die Hocke.
Die Kehle durchbeißen? Das wäre ein schöner Tod, was? Ein bitteres Grinsen flog über sein Fettgesicht. Glaub mir, Hornes, sie werden dir nicht die Kehle durchbeißen. Ich bin schon selbst in ihrer Gefangenschaft groß geworden. Ich weiß, wie fantasievoll Nordmänner sind, wenn es ums Töten geht. Du sollst ihnen sagen, dass sie Taratzenärsche sind. Vielleicht werden sie dir die Haut abziehen und dich danach an einem Seil ins salzige Meerwasser tunken. Vielleicht wird Hakun auch seinen Gerul erlauben, dir die Eier anzunagen. Wer weiß. Wenn du sprichst, stehst du auf der Siegerseite. Die Nordmänner werden die Insel erobern und mächtige Waffen erbeuten. Und bald werden sie die Herren von Eure sein. Und sie werden viele Dolmetscher brauchen. Hornes schaute das Ding an, mit dem man offensichtlich die Zeit messen konnte. Der große Pfeil würde jeden Moment auf die oberste Zahl vorrücken. Verächtlich musterte er die vier Folterknechte und ihre Peitschen. Dicke Fischgräten waren in die Lederriemen eingeflochten. Er blickte dem ungeduldigen Anführer ins nasenlose Gesicht und er betrachtete mit einem Frösteln den Priester und den Gerul auf seiner Schulter. Alles in ihm sträubte sich bei der Vorstellung, diese mörderischen Barbaren würden über sein geliebtes und gerade erst befreites Köln herfallen. Nicht einmal den Düsdoran würde er diesen Feind gönnen. Ich habe vergessen, wo ich herkomme. Und von einem Mann, der angeblich mit einem Feuerrohr durch die Gegend schießen soll, habe ich nie gehört. Olaf erhob sich. Der große Pfeil rückte auf die obere Zahl des Zeitmessdings. Und der Kriegsführer namens Kai Khan brüllte einen Befehl. Come on! Die vier Folterknechte stellten sich breitbeinig um Hornes herum auf und hoben ihre Peitschen. Das Gefühl, ein Gast zu sein, den man erwartete und auf den man sich vorbereitet hatte, verstärkte sich. Matthew Drax fragte sich immer öfter, warum die Technos Interesse an ihm zeigten. So viel Interesse, dass ihr König und ihr militärischer Führer persönlich aus der Bunkerstadt aufgebrochen waren, um ihn mitten in den Ruinen zu treffen. Die Bedrohung durch die hinterlistigen Lords hatten sie dabei genauso in Kauf genommen wie das Risiko, den mörderischen Riesenspinnen zum Opfer zu fallen. Der Mann, der sie durch die unwirkliche Welt unter den ehemaligen Houses of Parliament führte, nannte sich Octavian Jefferson Winter. Er sei Berater des Königs, hatte er gesagt. Unter einem Berater konnte Matt sich zumindest etwas vorstellen. Was ein Octavian war, blieb ihm schleierhaft. Zunächst. Ihr Gastgeschenk habe ich heute aus dem Sterilisator geholt und persönlich unseren Historikern übergeben. Sie werden die alte Datenbank auswerten. Matt hatte den Technos Richard Jaggers Medienplayer überlassen. Statt der hellen, engen Kleidung, in der Matt ihn kennengelernt hatte, trug der hochgewachsene, kahlköpfige Mann jetzt eine lange, weite Jacke und eine weite Hose, beides schwarz und beides aus dünnem, weichen Stoff. Ein Albino ohne Zweifel und ein ziemlich alter dazu. Seine Haut sah aus wie gebleichtes Pergament. Ein Geflecht von blauen Adern durchzog sie. Die roten Augen blickten kritisch und ernst aus dem knochigen Gesicht. Matt versuchte, sich dieses Gesicht lachend vorzustellen. Es gelang ihm nicht. Sie durchschritten eine kreisrunde Gewölbehalle, so weiträumig wie eine Sportarena. Menschen in weiten, bunten Jacken und Hosen verlangsamten ihren Schritt, wenn sie Matt und Arula entdeckten, und beäugten sie neugierig. Beide trugen Schutzanzüge mit durchsichtigen Kugelhelmen. Einen Tag hatten sie zusammen mit Lou in einem Schott vor dem zentralen Tunneleingang verbracht. Ärzte in Schutzanzügen hatten sie untersucht und sie waren mit UV-Licht bestrahlt worden. Am Morgen nach einer unruhigen Nacht hatte sich General Yoshiro auf dem Monitor ihrer Schlafkuppel gezeigt. Jetzt stand eine Audienz in den Privatgemächern des Königs auf dem Programm. Und danach ein Gespräch mit der Regierung dieser unterirdischen Welt. Unter der höchsten Stelle der Kuppel blieb Matt stehen und legte den Kopf in den Nacken. Er traute seinen Augen kaum. Blauer Sommerhimmel wölbte sich hoch über der Halle.
Sternförmig zweigten Gänge in alle Richtungen ab. Zwischen den bogenförmigen Eingängen in die Abzweigungen glaubte Matt zunächst Bäume und ein Bergpanorama zu sehen. Entsprechend überrascht blieb er stehen und starrte in die Kronen der Ginkgos und Akazien. Ihre Zweige und Blätter bewegten sich, als würde der Wind durch die Bäume wehen. Doch schnell merkte Matt, dass die Naturkulisse nichts weiter war als eine idyllische Täuschung, eine Computeranimation, die auf die Kuppelwände projiziert wurde. Arula neben ihm machte große Augen und bekam den Mund nicht mehr zu. Fassungslosigkeit spiegelte sich auf ihrem Gesicht. Nirgends konnte Matt Winkel entdecken, nirgends Kanten. Alles war rund, bogenförmig, gewölbt und geschwungen. Bevor sie einen der hohen Gänge betraten, legte er seine Hände auf die Gewölbewand, und trotz der Handschuhe, die er und Arula tragen mussten, fühlte er die glatte, warme Fläche. Was ist das für ein Material? Titanglas. Es hat sich schon vor über 300 Jahren als Baustoff durchgesetzt. Man braucht keine großen Rohstoffressourcen, keine großflächigen Produktionsanlagen und es hält Jahrtausende. Sie verfügen über keine industriellen Produktionsstätten? Die Bilder rechts und links des Ganges gaukelten die Illusion vor, durch ein Flusstal zu spazieren. Es gibt 4 solche Hallen, wie wir sie eben durchschritten haben. Um jede gruppiert sich ein spezielles Bunkersegment. Ein anderer Stadtteil, wenn Sie so wollen. Gerade befinden wir uns im Wohnbereich. Hier findet der größte Teil des sozialen Lebens statt. Von einer zweiten Halle aus gelangt man in die Laboratorien der Genetiker, Biotechniker und Ingenieure. Über 30% der Community-Mitglieder widmen sich dort der Wissenschaft und der Forschung. In einem dritten Segment wird ausschließlich produziert. Viele Gebrauchsgegenstände wie Kleider und Nahrungsmittel stellen wir natürlich synthetisch her. Doch wir betreiben auch ertragreiche Gewächshäuser. Die 4. Halle schließlich nennen wir Octaviats-Arena. Dort finden Community-Versammlungen statt, dort werden öffentliche Feste gefeiert, dort pflegt der König zur Community zu sprechen. Der um die Octaviats-Arena gruppierte Bunkerbereich wird ausschließlich von der Regierung und vom Militär genutzt. Matt nutzte die unverhoffte Redseligkeit ihres Begleiters aus und schoss eine Frage nach der anderen auf ihn ab. So erfuhr er, dass genau 593 Menschen in der Community London lebten. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei erstaunlichen 170 Jahren. Die Regierung bestand aus 8 Köpfen, 5 Männern und 3 Frauen. Octavianen nannte Winter die Regierungsmitglieder. Das gesamte Gremium hieß Octaviat. Der oder die Vorsitzende wurde Prime genannt. Was Matt über das Regierungssystem zu hören bekam, klang nicht besonders demokratisch. Die einzelnen Octaviane wurden von bestimmten Gruppen innerhalb der Community gewählt. Die Ingenieure, die Wissenschaftler, die Militärs, die Künstler und so weiter. Alle Gruppen wählten einen Mann oder eine Frau, die sie im Octaviat vertreten sollte. Das Amt hatte der oder die Gewählte dann auf Lebenszeit inne. Das Octaviat wählte aus seiner Mitte den Regierungschef, den Prime. Auch dessen Sessel wurde in der Regel erst mit seinem Tod wieder frei. Über dem Prime allerdings, seit Jahrzehnten wurde London von einem weiblichen Prime regiert, stand der König. Mit seinem Vetorecht konnte er jeden Entschluss des Octaviats zu Fall bringen. Er hatte auch das Recht, seine Gesetzentwürfe einzubringen und Octaviatssitzungen anzuordnen. Der König schien zweifellos der mächtigste Mann der Community London zu sein. Octavian Jefferson Winter blieb stehen. Hier ist der Eingang zu den Privatgemächern König Rogers III. Matt hatte das Gefühl, im kniehohen Gras einer Frühlingswiese zu stehen. Er sah Farnsträucher und Brombeerhecken und dahinter die Stämme von Buchen und Eschen. Aber keine Tür. Aha. Der Albino lächelte. Zum ersten Mal. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist, Commander Drax. Die vielen Eindrücke müssen Sie geradezu erschlagen. Tja, könnte man so sagen. Matt blickte um sich und hob ratlos die Hände. Diese unterirdische Stadt, diese Naturkulissen, diese ganze fantastische Welt. Wie haben Sie das nur zustande gebracht? Die Generationen nach Christopher Floyd haben hart gearbeitet, Commander Drax. Ohne die großartigen Leistungen, vor allem unserer Bioinformatiker, wäre unser Dasein noch weit entbehrungsreicher. Vielleicht würde die Community ohne sie schon nicht mehr existieren. Aber das ist ein weites Feld. Winter wandte sich dem Waldrand zu, beziehungsweise
der gewölbten Titanglaswand des Ganges. Die Bioinformatiker? Ja, Ende des 2. Jahrhunderts haben sich unsere Computerfachleute fast vollständig von den Computersystemen verabschiedet, die sie kennen. Er blickte Matt prüfend an. Falls es wirklich wahr ist, dass sie aus dem 21. Jahrhundert stammen. Ihre Computer arbeiten nicht mehr mit elektronischen Schaltkreisen? Der Octavian schüttelte den Kopf. Sie haben den Quantencomputer weiterentwickelt. Auch nicht. Vor etwas mehr als 300 Jahren haben unsere Vorfahren begonnen, fast ausschließlich mit Helix-Computern zu arbeiten. Matt machte ein begriffsstutziges Gesicht. Der Begriff Helix müsste Ihnen etwas sagen, Commander Drax. Er stammt aus der Genetik und der Molekularbiologie. Zahllose Begriffe schossen Matt durch den Kopf. Molekülstruktur, Eiweißketten, Nukleinsäure. Sprechen Sie von der Doppelhelix der DNS? Ganz genau. Die Doppelspirale, auf der die Gene eines Organismus gespeichert sind. Natürlich verwenden wir nur menschliche DNS. Schon zu ihrer Zeit hat man versucht, die immanente Intelligenz der Körperzellen für ein Computermodell auszuwerten. DNS-Computer nannte man das damals, wenn ich mich recht entsinne. Der Helix-Computer basiert schlicht auf der Fähigkeit des Zellkerns, Informationen in Eiweißcodes zu speichern und sie bei seiner Teilung zu kopieren. Unsere Wissenschaftler haben dieses Modell bis zur Perfektion weiterentwickelt. Er legte seine Hand auf die leicht gewölbte Glaswand oder auf eine Brombeerhecke, je nachdem, was man sehen wollte. Aber ich bin Dichter und kein Bioinformatiker. Fragen Sie einen unserer Wissenschaftler. Der wird Ihre Neugier besser befriedigen können als ich. Eine Lerche schwillte chillend aus dem hohen Gras und schwang sich über die Baumwipfel. Ein bogenförmiger Durchgang öffnete sich in der Glaswand. Oder im Waldrand, je nachdem. Der Albino trat durch ihn hindurch. Matt und Arula folgten.